Noch sieht es bei uns in Niedersachsen nicht nach Winter aus. In der Werkstatt Faber in Nordstemmen rüsten aber schon jetzt die ersten ihre Autos für die kalte Jahreshälfte. Kfz-Technikermeister Kai Rautenberg schraubt in diesen Tagen hunderte Räder ab und mit der neuen Bereifung wieder dran. Unser Winterreifen ist eigentlich so von der Durchschnittstemperatur 5 Grad minus gedacht. Und wenn ich jetzt auf dem Asphalt fahre von 35 Grad plus, den ich auch noch bei 20 Grad jetzt im Herbst haben kann, dann nutze ich diesen Winterreifen unverhältnismäßig ab. Laut Sprichwort sollten Autofahrer von O bis O, also von Oktober bis Ostern, mit Winterreifen unterwegs sein. Die besondere Mischung der Winterbereifung sorgt auch bei Schnee und Glätte für sicheren Halt auf der Fahrbahn. Das hier ist unser Sommerreifen, das hier ist unser Winterreifen. Wie wir sehen, ist der Sommerreifen ein bisschen breiter ausgeführt, der Winterreifen ein bisschen schmaler. Der Sommerreifen hat zur Straße hin mehr Gummi, also mehr Kontakt, direkten Kontakt zur Straße hin. Der Winterreifen hat das nicht, weil er viel mehr Regenwasser, Matsch und Schnee ableiten muss, was durch diese Rillen passiert. Nicht ganz unkompliziert ist es aber, wenn Autofahrer neue Reifen kaufen wollen. Bei den vielen Zahlen und Zeichen auf dem Gummi und im Fahrzeugschein ist vor allem eins wichtig, die richtige Reifengröße zu finden. Einmal hast du ja im Fahrzeugschein deine Reifengröße abgebildet, hier in diesem Feld. Das gilt für die Vorderachse wie für die Hinterachse. Bei den meisten Fahrzeugen ist Vorder- wie Hinterachse gleich. Bei Sportwagen ist das manchmal andersrum. Da steht aber immer nur eine Reifengröße drin. Der zweite Teil wäre die EWG-Betriebserlaubnis. Sieht so aus in diesem Fall, sieht manchmal anders aus, ist aber halt so ein kleines Heftchen. Und da können ergänzende Reifengrößen drinstehen. Würden sich in dem Fall finden und wie es in unserem Fall hier ist, sind es tatsächlich nochmal andere Größen aufgeführt, dass wir halt die Sommerreifen größer haben als die Winterreifen. Um Geld zu sparen, wechseln viele Autofahrer ihre Reifen selber. Prinzipiell ist das in Ordnung, nur sollten die Reifen regelmäßig vom Profi ausgewuchtet werden. Sonst zahlen Autofahrer nur unnötig drauf. Wenn ich eine Unwucht im Reifen habe, habe ich ganz unmittelbar den Komfortverlust, was ich auch spüre. Das merke ich, das ist ja eigentlich nicht so schlimm, aber ich habe einen erhöhten Reifenverschleiß, ich habe einen erhöhten Verschleiß an allen Gelenken am Fahrwerk und im Endeffekt kostet es mich mehr Geld. Mehr als das Auswuchten. Grund zur Panik haben Autofahrer in Niedersachsen aber nicht. Das Wetter erfordert noch keine Winterreifen. Die Terminkalender in den Werkstätten werden allmählich aber immer voller. Und wer sich den Wechselwahnsinn sparen will, ist bei der Witterung bei uns im Norden auch mit Ganzjahresreifen meistens gut bereift.